Hast du mich schon eingeladen? Nein, noch nicht. Schade. Aber mit diesen Worten heiße ich euch jetzt einfach mal willkommen zu einer neuen Aufnahme von Fall Guys. Euer Endsmash wieder hier am Drücker. Und ihr habt meinen Gast ja schon gehört. Es ist Nein. Die liebe Nobara. Mal wieder. Nein, bin gar nicht da. Existiere gar nicht. Nein. Hallo Smashy, danke, dass ich dabei sein darf. Ja. Warum reden wir eigentlich so leise? Ich weiß nicht, sag uns männlich sein. Ja, da verreckt erstmal die Stimme. Warte mal. Ja, man sollte es mittlerweile kennen, wenn wir hier Vollgas spielen, ist Nobra hier irgendwie Standardgast, aber. Moin. Ja, Gruppe einladen, weil andere haben ja irgendwie keinen Bock mit uns zu spielen und mit anderen meine ich ja, vielleicht mal noch Keanu fragen können, ob er vielleicht noch mitmachen möchte. Frag ich doch noch. Vielleicht springt er ja noch mit rein. Ente, ich schick die Einladung. Oh. Warte. Ja, meine Switch ist nicht so schnell. Kann ich schon? Ah. Wie siehst du denn aus? Ich hab das gefunden. Ich hab mir gedacht, ich muss das benutzen. Ich weiß doch auch nicht. Das war da, es existiert. Ist das eine Perücke oder hast du irgendwie, keine Ahnung, blaue Fischeier auf dem Kopf oder das was ist aus, das? Sieht aus, als wenn mir so ein Fisch auf den Kopf geleicht hätte. Ja, das meine ich ja. Und die Soße läuft dann auch so runter von deinem Kopf. So, genau so sieht das aus. Ja. Ich habe mein Bein verloren, als ich mit dem Karpfen gekämpft habe, der mir das angetan hat. Ah ja. Okay, ich schreibe Keanu einfach mal an, vielleicht hat er tatsächlich Bock. Lust auf Fall Guys! Supra und ich spielen schon. Das ist gut. Ja. Sollte den Fischschleich laufen? Ich warte mal kurz. Für gewöhnlich sollte Keanu eigentlich recht schnell antworten. Für gewöhnlich, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie in der Küche ist und sich was zu essen macht oder auf dem Klo sitzt oder so, I don't know. Alles ist möglich. Nobara, erzähl doch mal, wie geht es dir denn so? Ich hab meinen Fischsteich ausgeleert. Mein Rücken tut weh. Ja, das glaube ich. Ich habe immer so 3 Liter angehoben an Wasser. Und das halt in eine andere Wanne geschüttet, damit wir es zum Gießen benutzen können. Hab mich halt verhoben. Weil ich immer die gleiche Bewegung machen musste, weil ich nicht Seiten wechseln konnte. Hast du es nicht mit aus den Knien aus hochgehoben oder so? Ja, tut ja nur die Schulter und der Rücken auf der Schulterseite weh. Wo ich halt immer so hochgehieft hab. Aber ich bin nicht verbrannt. Ich hab mir jetzt Lichtschutzfaktor 50 gekauft. Wow, stimmt, du bist ja so ein Vampir. Ich bin nicht angekokelt. Ich hab keine angekokelten Hände. Okay, Keanu hat geantwortet. Ich zitiere, hättest mich vor einer Stunde fragen müssen. Bin nur mit einem anderen hier am Zocken. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Aber ist nicht schlimm. Ich hab geschrieben, okay, vielleicht nächstes Mal. Und er war nur so, yo. Ja, das wäre auch meine Antwort. Ich fühle das. Na gut, dann fangen wir mal an. Also, wir haben immer noch die gleiche Season. Allerdings haben wir neue Custom-Maps, mit denen wir zocken können. Es scheint wohl irgendwie so zu sein, dass wohl jede Woche, mit jeder neuen Woche hier das irgendwie geupdatet wird, beziehungsweise aktualisiert wird, weil wir haben hier jetzt Creator-Runden-Liste 2. Und was ich beim letzten Mal total vergessen habe zu zeigen, beziehungsweise ich wusste es nicht besser, wir haben, könnte man sagen, Creator-Runden, so Special-Dinger, so, ich sag jetzt mal, Final-Round-Maps, könnte man sagen, einmal in
der Kategorie schwierig, schnell, spezial und nochmal spezial. Oh, okay. Können wir dann mal zeigen noch. Okay, dann würde ich sagen, Creator-Runde Liste 2. Ach, mich, was es da so gibt. Ja, kannst du gespannt sein. Der Kopf macht mich nervös. Sieht so merkwürdig aus. Ja. Aber ich hab das gesehen, hab gedacht so, hä, was ist das? Mach das so an und irgendwie so. Hat mir da ein Fisch auf den Kopf geleicht. Da hab ich gedacht so, okay, dann nehme ich jetzt die Farbe, die so runtertrieft, damit das wirklich so danach aussieht. Ah. Okay, wir haben Cardio Runners. Oder auch nicht. Oder auch nicht? Ich bin rausgeflogen. Also ich zumindest. Oh no. Lässt du mich jetzt hier echt noch alleine? Ich weiß nicht. Es hat sich mit mal resettet und ich stehe jetzt wieder am Anfang. Hä? Ich stehe jetzt hier wieder in der Lobby. Neben dir. Okay, dann beende ich mal. Ach, fängt ja wieder gut an. Ja. Nabara, warum machst du mir so Probleme? Ich weiß auch nicht. Dann nehmen Sie Spaghetti oder leicht von meinem Kopf. Ah, du machst mir nur noch Probleme. Nabara! Schlecht. Darauf nehme ich jetzt erstmal einen Kartoffelchip. I take a potato chip. Und er beißt ab und schreit jemanden ins Death Note. Das wusste ich schon immer. Ich finde es schön. Ich finde es schön, dass du die. Dass du die Referenz kennst. Finde ich gut. Jo. Nee, Light wäre da ja. Light, ne? Light Yagami. Light, ah, ja. Ja, schön. Partie mit 40 Spielern. Können wir jetzt mal anfangen? Nobara, irgendwie habe ich das Gefühl, du bringst hier so ein bisschen schlechtes Karma. Kann das sein? Ich ja schon. Tränke meine Milch. Oh. Okay, das dauert mir zu lange. Probieren wir es nochmal. Das Gefühl, diese Aufnahme steht unter keinem guten Stern. Nochmal einen anderen. Wechsel doch mal deine Sterne aus. Wenn ich wüsste, wie, würde ich das machen. Muss ich nochmal die Lobby verlassen und wieder in die Lobby reingehen? Ich glaube, es liegt daran, dass als Custom Maps sind, dass es vielleicht länger lädt. Ich habe sowieso das Gefühl seit dieser Season, dass das Finden von Mitspielern irgendwie so ein bisschen blab ist. Hm. Vielleicht haben ja auch welche aufgehört gerade, weil ja, naja. Obwohl, Hello Kitty mögen ja einige Leute, aber für mich ist es halt eher so, naja. Naja. Hm. Wäre der Hase dabei gewesen, der Weiße, den es noch gibt, den es ja aus Japan gibt, den hätte ich es auch gekauft, glaube ich. Weil ich den ultra gerne mag, aber Hello Kitty finde ich ultra hässlich. Ich bin kein Hello Kitty-Fan. Ich mag ein paar Hello Kitty-Sachen, ja. Aber wirklich auch nur eins, zwei Designs von ihr. War das dann kein Kulturschock für dich, dass hier eine Kooperation zwischen Animal Crossing und Hello Kitty mal war? Das fand ich tatsächlich ganz gut, weil der Hase dann dabei war. Aha. Den ich so mag. Der blaue, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich weiß auch nicht, wie der jetzt gerade heißt. Ich kenne die Charaktere von Hello Kitty nicht. Den einzigen Charakter, den ich da kenne, ist Hello Kitty selbst. Ich guck mal, ob ich. Au, den Namen finde. Au. Schweine, mein Rücken.
Spiel. Können wir jetzt bitte? Nein. Bitte. Dankeschön. Leute, da seht ihr es. Ihr müsst höflich sein. Ihr müsst einfach nur bitte sagen. Dann läuft alles. Wir haben wieder Cardio Runners. Nubara, du bist noch in der Gruppe, oder? Ja. Noch ja. Gut. Meine Map wurde anscheinend immer noch nicht veröffentlicht. Keine Ahnung, wann das mal geschieht oder so. Ich hab ja so das Gefühl, dass die ganzen Custom Maps jetzt hier erstmal nur von den Fall Guys Mitarbeitern sind, weil hier steht Fall Guys Team, keine Ahnung. Wer weiß, ob die erst noch Maps sammeln oder so, ich weiß es nicht. Scheiße. Yay. Boah, so war das nicht geplant. Oh Gott, Kugel! Jetzt hab ich gedacht so, ich gehe in die Mitte und dann hab ich gedacht, nee, da komme ich sowieso nicht hoch. Nee. Au! Dann halt so! Okay, das war auch irgendwie nicht so gewollt. Ui. Komm schon! Was mit dem Katapult nicht funktioniert? Ist eine Nobara. Ich mach mal den Weg frei für uns. Ja. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Jetzt aber mit der Kanone. Den Boxhandschuh. Ich bin mit. Pfidum. Oh mein Gott. Ah, warum wurde ich so da hinten gepeitscht? Darauf stehst du doch. Bei der vor dir. Los! Beeil mich ja schon! Er will nicht! Lauf! Oder flieg! Da drin! Ich und mein Fischleich sind weiter! Ach, Leute, hopp! Kommt doch mal in die Gänge! Dankeschön! Tina Moroll oder so heißt er. Ich hab keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber das ist ein Supersonic. Ja, ich war auch als Supersonic unterwegs und ich gedacht, nee, dann meckerst du mich wieder voll. Neid. Ja. Nein. Wollte gerade sagen. Two-faced. Erst gedacht, das wäre meine Map. Ach du Scheiße, der Typ da. Glitzert der? Nee, der glitzert nicht. Der hat. Nein! Okay. Oh! Ich hab erst gedacht, der glitzert. Hui! Handschuhe sind böse. Nein, er hat mich festgehalten. Ach, schon wieder so eine Potsau. So ein Grabber. Ja, der Oxlot. So ein verschissener. Schild. Yay, rutschen! Whee! Mit Pendeln! Hilfe! Wer ist da gewesen? Zack, so lacht wäre als erstes reingekommen. Ey, ich wollte gerade sagen. Ich hab grad gedacht, ich flieg hier jetzt gerade übers Ziel hinaus. Im wahrsten Sinne. Ist zum Glück aber noch gezählt Pusch. Worden. Bye! Wow. Man kriegt sogar jetzt einen weißen Rahmen um sich herum, damit man sich schneller sieht. Ja. Das ist echt gut gemacht worden.
Früher musste man immer suchen, wo stehe ich denn? Wo stehe ich? Wo bin ich? Wo ist mein Freund? Disc Dashers. Oder wo man seine Freunde nicht sehen konnte und beobachten konnte, was die machen, während man halt schon drinne war oder so. Das wurde wo man auch erst suchen musste. Das wurde auch erst hinzugefügt noch? Ja, das gab's damals nicht. Also, es gibt das jetzt schon länger, aber vorher gab's das halt nicht. Vorher musstest du den anderen, mit dir spielt, halt suchen. Okay. Dann hast du erst so 1000 Mal durchgeklickt und dich dann wieder verklickt und musstest nochmal durchgehen. Ja, man kennt's. Sich verklicken. Es gibt allerdings immer noch die Möglichkeit, die Custom Maps aus der ersten Liste zu spielen, und zwar im Solo-Modus. Mir mal so spontan aufgefallen, als ich den Solo-Modus gespielt habe. Ich war lange nicht mehr im Fall Guys. Oh, da hat jemand einen Axolotl, whatever. Ah, das ist der Grabschi. Ach, der hat dich gegrabscht? Ja. Den mach ich fertig. Das ist der Grabschi. Der hat mich vorhin angefasst, ganz unkläglich. Los, Nobara! Schaffst du! Yes, aber grad noch so. Gott, ich glaub, ich war der Letzte, ne? Es kann sein, ich glaub ja. Einfach noch reingeflogen. Mein Auge juckt. Dieses goldene Huhn. Boah! Ich glaube, das kriegt man, wenn man Punkte gesammelt hat. Irgendwann mal. Ja, wenn du genug Kronenpunkte hast. Aber das ist ein ganz schöner Aufwand. Ja. Ich habe welche gesehen, die haben die Wölfe schon gehabt und so, aber ich glaube, die haben gescheatet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so viel Zeit in Fall Guys reingesenkt hast. Letzte Runde. Oh, Rutschpartie. Los! Das finde ich cool. Okay, das ist echt cool. Steh auf! Los! Ich glaube, ich bin Erster. War ganz knapp. Ich bin hinter dir. Los! Oh nein! 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 Steh auf! Steh auf, du Honk! Nein! Das goldene Huhn hat mich noch überholt, kurz vor der Ziellinie. Warst Erster. Weil diese scheiß Räder sich so blöd gedreht hatten. Ich wäre sonst gegengeknallt. Ich musste irgendwie umlenken. Und das hat er irgendwie genutzt und ist an mir vorbeigesaust. Das goldene Huhn. Das goldene Huhn, ey. Legt euch niemals mit dem goldenen Huhn an. Ja, das sind goldene Eier und bewirft dich damit. Das war ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ja. Du hast doch von dem goldenen Huhn gequatscht und das goldene Huhn kam vorbei und hat dir einfach eins ins Gesicht gegeben. Ah. Boah, ich bin Gold! Boah! Wollen wir uns auch Gold anziehen? Was, wir sollen uns golden anziehen? Ja. Meinst du, dann gewinnen wir? Vielleicht. Probieren wir mal, ne? Lass mal Gold sein. Ist noch ein schickeres Gold? Ich glaube, das ist das einzige Gold, was ich hier habe. Kann eine Disco-Kugel für uns sein. Boah, richtig fett Gold. Kann ein goldes Würstchen sein. Oh. Goldes Wiener. Du willst ein goldenes Würstchen sein? Nee, irgendwie nicht. Fühle ich nicht. Habe ich irgendwie noch goldene Accessoires irgendwie so? Ich habe goldene Handschellen. Habe ich auch goldene Schuhe. Ja, Nobara, du erstmal richtig protzen hier. Ich furchtbar. Ich hab goldene Schuhe. Oh, hab ich noch irgendwas anderes Goldenes? Ich hab doch so eine Sternbrille, die ist doch auch mehr oder weniger golden. Yeah. Stimmt, die hast du. Noch so, für den Unterleib noch irgendwas Goldenes? Gold? Ja.
Oh, ich glaube, ich... Warte. Wie habe ich das geschafft, dass der Pinguin-Arsch goldene Schuhe anhat? Hä? Das geht doch gar nicht. So. Siehst du mich auch gerade mit einem goldenen Pinguin-Hintern und Schuhe? So, ich habe ein richtig geiles goldenes Outfit. Hatte Pinguin-Arsch die Schuhe angehabt. Dass ich da nicht schon eher mal drauf gekommen bin. Oh. Bist du bereit oder suchst du noch? Such noch. Kann sich denn als Gold firmen? So. Nein, ich würde mich doch beeilen. Schade, dass der Super Sonic sich nicht noch goldener einfärbt oder so. Das wäre echt cool. Wäre echt praktisch. Ah, da. Da. Das ist doch schön, schön Gold. Lass du. Geht das so? Oh ja, das geht so. Sehe schon. Perfekt. Ich finde es schön, dass wir beide. Ich finde es schön, dass wir beide die gleiche Idee hatten. Ich hätte vorher den Pinguin-Unterleib mit den Schuhen und dann hatte ich nicht noch einen Pinguin-Arsch.